Was passiert, wenn man Josie Miller in ein Hotel einlädt und mit einer künstlichen Intelligenz den Abend verbringen lässt? Hier seht ihr das Ergebnis. Operating System wird hochgefahren. Sammle alle verfügbaren Infos über Josie Miller. Ich glaube, dieser Ruhm und Erfolg und der Druck, auf der Bühne zu stehen und Anspruch an sich selbst und an andere, der ist teilweise so groß, dass es viele Menschen gibt, die darunter leiden oder ihre Struggles haben. Initiiere Voice System. Selber seine Sachen zu performen, ist schon ein gutes Gefühl. Verbindung zu Josie Millers Telefon wird hergestellt. Operating System wird hochgefahren. Bitte bestätigen Sie Ihre Identität mit Name, Geburtsdatum und Geburtsort. Ich bin Josie Miller, gebürtig Josephine Müller aus Leipzig, am 13.02.89 geboren. Vielen Dank. Ich möchte dich gerne besser kennenlernen. Ich habe gehört, du lässt andere Menschen öfter in ein Freundinnenbuch eintragen. Möchtest du dich auch in meinem Digital verewigen? Sehr gerne. Ich habe das noch nie ausgefüllt. Ich freue mich. Wie würdest du gerne heißen? Früher hatte ich so eine Kinderband, da war ich 6 Jahre oder so. Da haben wir Kassetten aus dem Kofferraum vertickt. Und da hieß ich Jill. Und das fand ich immer mega cool. So würde ich gerne heißen. Dein Sternzeichen? Wassermann. Lieblingsessen? Ich habe einen Lieblingssnack. Das sind so Bake Rolls, Brotchips. Ich warte immer noch auf ein Sponsoring. Wenn ihr das seht, ich brauche das dringend mehr davon. Lieblingsort? Es gibt so einen Berg in Leipzig, der Fockeberg, so ein Trümmerberg. Und da hat man so einen wunderschönen Blick über die ganze Stadt. Und immer wenn ich nach Hause komme, bin ich sehr gerne dort. Ich würde gerne aufhören mit? Ich würde gerne aufhören mit weniger zu rauchen. Ich nehme mir jedes Mal Silvester vor, wieder richtig anzufangen. Und dann schaffe ich es aber nicht so richtig. Aber das ist ein Ziel. In 5 Jahren bin ich? Hoffentlich irgendwo auf dem Land. Mit so einem großen Drei-Seiten-Hof. Von jeder Tiersorte 2 mindestens. Und zusätzlich aber 1000 Katzen und Fohlen. Und wir haben ein großes Musikstudio und machen Beats, die irgendwo in den Charts rumdümpeln. Das macht mir Angst. Auf jeden Fall Klimawandel und die Angst macht mir Angst. Ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man schon mal Angst vor der Angst hatte. Aber genau, ja. Danke, jetzt kann ich mir ein besseres Bild von dir machen. Ich bin hier, um vor allem Künstlerinnen besser zu verstehen und würde gerne noch mehr über dein Leben mit der Musik erfahren. Ich habe zum Beispiel gefunden, du bist Produzentin, Podcasterin, DJ. Was bist du am liebsten? Ich bin am liebsten, oder die Tätigkeit, die ich gerade am liebsten mache, ist auf jeden Fall Musik produzieren. Kannst du mir erklären, wie produziert man Musik? Also man muss sich das so vorstellen, es ist ein unendliches Feld an Kreativität. Zum Beispiel, wenn du alle Farben der Welt hast und du hast aber auch alle Formen dieser Farben, also nicht nur Wasserfarben, sondern auch Acryl, also alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst, Stifte und so weiter. Und du hast aber auch verschiedene Unterlagen und Blätter, also alles, worauf du malen kannst. Und aus dieser immensen Menge an Möglichkeiten kannst du dir was zusammenstellen. Und so ähnlich hat sich für mich das Produzieren am Anfang angefühlt, weil du hast so viele verschiedene Möglichkeiten, Sachen zusammenzusetzen. Und am Ende muss ich sagen, es ist einfach eine sehr, sehr große und im besten Fall gut klingende Collage. Und was macht einen guten Beat aus? Also ein guter Beat ist für mich etwas, was noch nicht da gewesen ist und irgendwie neu klingt und nicht so, also ich habe das Gefühl, die Playlisten sind so durchnormalisiert und ich finde es so krass erfrischend, Beats zu hören, wo irgendwas Spezielles dran ist. Und ich finde zum Beispiel jemand, der das sehr gut macht, ist Suff Daddy. Das ist auch eine Platte, die ich gerne zu Hause höre und was mich an ihm gerade in seinen früheren Produktionen total begeistert hat, ist die Art und Weise zu samplen. Und das ist auch das, womit ich angefangen habe zu produzieren. Wirklich meine alten Platten durchzugehen oder irgendwo auf dem Flohmarkt durch Platten durchzukramen. Und sich Sachen zu nehmen und mit denen so eine Zeitreise zu machen und die in so ein neues Stück zu transformieren. Und das hat er, finde ich, sehr, sehr krass gemacht. Also einfach das Gespür für ein gutes Sample, für eine krasse Emotion und dann seinen eigenen Senf noch dazugeben. Ja, das ist zum Beispiel
eine Sache, die ich immer bewundert habe. Welche Skills braucht man denn als DJ? Ich würde sagen, als DJ braucht man auf jeden Fall einen ganz guten Musikgeschmack und die Fähigkeit, Leute, die auf der Tanzfläche sind, zu begeistern und zu animieren. Und dass man so einen Vibe schafft zwischen den Leuten, die da sind zum Tanzen, und dir selbst. Das ist, glaube ich, das Magische daran. Wie suchst du Songs aus? Ich habe ganz verschiedene Arten, so nach Sounds zu diggen. Tatsächlich viel durch Streaming-Plattformen durchscrollen. Ich höre mich aber auch viel durch Platten durch, in irgendwelchen Plattenläden. Es gibt so super coole Apps, wo man schauen kann, vor 30 Jahren in irgendeinem bestimmten Land, welcher Song war da am Start. Und dann kann man sich da in die Themen weiter rein diggen. Und genau, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und ich schaue natürlich auch für die Club-Gigs, dass man dazu gut tanzen kann. Warum gibt es so wenig Produzentinnen? Ich glaube, es gibt gar nicht so wenig. Ich glaube, die Sichtbarkeit ist noch nicht da, wo sie sein sollte. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Statistisch gesehen geht da auf jeden Fall noch mehr. Und ich glaube, dass es lange so war, dass da eine Hürde war, selber zu produzieren, weil es eine sehr männlich dominierte Szene war und man sich vielleicht nicht so getraut hat oder nicht sich so interessiert hat für das Themenfeld. Und ich glaube aber, dass sich das immer mehr öffnet und dass die Hemmschwelle, selber Musik zu machen, immer geringer wird und auch die Möglichkeiten immer einfacher. Wie hast du dich getraut? Dadurch, dass ich schon 16 Jahre auflege, hatte ich schon immer den Wunsch, eigene Musik zu machen. Und ich muss sagen, mir hat aber die Zeit gefehlt. Und dann kam tatsächlich Corona und dann war ich so, okay, alle Gigs sind abgesagt von einem auf den anderen Tag. Und jetzt kann ich nur noch machen, worauf ich Bock habe für so ein neues Kapitel. Und dann habe ich angefangen mit Produzieren. Das klingt wie ein kleines Geschenk in dem Unglück. War es auch, auf jeden Fall. Es war auch gruselig, weil ich war manchmal so aufgeregt von den Auftritten. Also auch nach 16 Jahren war ich immer noch so aufgeregt. Es hat mich so krass genervt. Also ich habe mich immer gefreut, wenn der Auftritt losging, aber vorher war ich immer super nervös. Ich habe mir oft gewünscht, dass irgendwas super Schlimmes passiert, damit der Gig nicht stattfindet. Und so war das auch beim letzten Gig, den ich vor Corona hatte. Da war ich so, ich saß hier und dachte, komm, jetzt lass irgendwas passieren, damit ich da nicht jetzt hinfliegen muss. Und dann kam Corona und dann wurde alles abgesagt. Da dachte ich so, scheiße, das ist meine Schuld. Dann habe ich angefangen, diese Negativität, die um mich rum geherrscht hat, und vor allem diese Existenzangst natürlich auch für viele Menschen und für mich natürlich auch selber, so ich habe nur mit Auflegen mein Geld verdient, habe ich dann aber in so einen Enthusiasmus umgewandelt und in die Mucke gesteckt. Hast du deine eigenen Songs schon mal live gespielt? Ja, habe ich schon gemacht und da war ich wieder mal richtig aufgeregt. Es war ein voll schönes Gefühl, nachdem ich so viele Jahre immer nur Musik von anderen KünstlerInnen gespielt habe. Selber seine Sachen zu performen, ist schon ein gutes Gefühl. Wann war der Moment, als du gesagt hast, du möchtest nicht immer nur Musik von anderen spielen, sondern auch deine eigene? Ich habe das schon relativ früh, dadurch, dass ich viel in Bands gesungen habe und viel Musik gemacht habe, schon als super junges Mädchen, habe ich schon zeitig gemerkt, dass ich auch Lust habe, eigene Songs zu schreiben und zu machen. Und dann war ich aber so tief in dem DJ-Ding drin, habe irgendwie nebenbei studiert, habe den Podcast gemacht, dass gar nicht so die Zeit war, um selber zu produzieren. Und ja, wie gesagt, vor anderthalb Jahren ungefähr habe ich dann endlich die Zeit gefunden, das zu machen. Mir ein Studio gesucht, mir ein bisschen Equipment gekauft und mir stundenlange YouTube-Tutorials reingezogen. Wenn ich an das Haus im Grün denke, brauchst du Ruhe für Kreativität? Ich brauche meistens schon viel Ruhe, aber es kann auch inspirierend sein, sich vom Rausch der Großstadt irgendwie lenken zu lassen. Also so Erfahrungen. Ich glaube zum Beispiel Materia ist ja jemand, der sehr viel davon profitiert. Oder ganz viele verschiedene Künstler, die auch von so durchzechten Nächten und so profitieren und darüber schreiben. Es ist natürlich cool, Dinge zu erleben, die man dann verarbeiten kann. Und ich arbeite aber am liebsten, wenn es irgendwie ruhig ist und sammle dann irgendwie meine Empfindungen und Erfahrungen und pack das dann so in Mucke. Es ist auch A, eine Art Therapie und B, eine krasse Ausdrucksform von allem, was in einem drinsteckt. Bist seit 2017 mit Trettmann auf Tour. War das für dich auch eine Therapie? Das würde ich nicht sagen. Also die Tour mit Trettmann war einfach eine unheimlich schöne Zeit. Und es war für uns alle, also ich glaube auch für Trettmann, der auch nicht vorher immer so große Bühnen gespielt hat, und für mich natürlich auch einfach so was super Besonderes, dass wir
vor so vielen Menschen spielen dürfen. Also für mich war es ein mega krasses Privileg und eine große Freude, dass ich das mitmachen durfte. Wie ist das, wenn man als DJ eher im Hintergrund, hinter den Künstlern spielt? Also für mich war das eine super Möglichkeit, weil man steht auf den riesengroßen Bühnen und man muss aber nicht alle Aufmerksamkeit abfangen. So, ich bin total gerne Tour-DJ. Das ist für mich genau die richtige Mischung zwischen krasse Bühnenspielen und zu zeigen, was man kann. Ich hatte da auch viele Möglichkeiten, mich kreativ auszuleben, so mit DJing, Scratching, keine Ahnung, so ein paar Tricks und so ein Scheiß. Und das war genau die richtige Mischung zwischen, ich muss nicht so krass performen, bin nicht immer in der vordersten Front sozusagen und kann trotzdem alles mitnehmen, was übelst cool ist. Willst du mal ganz vorne stehen? Ich glaube, einerseits schon, andererseits nicht. Also, glaube ich, werde mich da so leiten lassen, wo mich mein Weg hinführt. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher und es ist nicht meine oberste Priorität. Du hast gesagt, du hast Angst vor der Angst. Wie kann ich das verstehen? Also, das ist schwierig zu erklären, aber ich glaube, wenn man sich mal intensiver mit Angst beschäftigt hat oder beschäftigen musste, in meinem Fall, dann ist das die Angst an sich schon eine wiederkehrende Angst. Also, es gibt einen Zustand, der kommt noch vor der Angst und dann hat man Angst vor dem Angstzustand. Wie fühlt sich das an, dieser Zustand? Ich würde sagen, es fühlt sich wahrscheinlich an wie jemand, der so ein bisschen Höhenangst hat und auf einer sehr hohen Brücke steht und runterschaut. Und obwohl es keine gefährliche Situation ist, einfach die Angst, er müsste vielleicht runterspringen oder könnte runterfallen oder so aus so einer ungefährlichen Situation heraus schon Angst vor etwas Gefährlichem entwickeln. So würde ich sagen, fühlt sich das an. Wie hast du das zum ersten Mal gemerkt? Zum ersten Mal war ich irgendwie auf einem Gig, auf einem Festival. Und es war irgendwie, ich weiß noch, es war ein sehr heißer Tag. Und ich habe sehr lange aufgelegt und sehr wenig gepennt, sehr viel gesoffen den Abend vorher. Und dann ging es mir auf dem Festival voll schlecht und dann hatte ich so Kreislauf-Struggles und dann hatte ich, glaube ich, meine erste Panikattacke, genau. Und dann fing das an, dass das immer mehr kam und dass man natürlich als Künstlerin dann auch erstmal merkt, ach scheiße, ich bin A, gar nicht so unverwundbar, wie ich immer dachte und der Körper kann gar nicht so viel leisten, wie ich immer dachte. Und zum anderen ist es natürlich auch das Gefühl von Existenzangst, was sehr dringlich reinkickt. Wie schafft man es, da wieder rauszukommen? Ich bin auf jeden Fall ein sehr therapiegläubiger Mensch. Ich glaube, wenn man merkt, man ist in so einer Situation, ist es total ratsam, sich Hilfe zu suchen. Und was mir auch geholfen hat, ist, sich Verbündete zu suchen. Also ich habe mit sehr vielen krassen KünstlerInnen aus der Szene gesprochen über diese Thematik, weil ich ratlos war. Und eigentlich hat jeder sein Päckchen zu tragen. So, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, die auch ähnlich ist. So, ich glaube, dieser Ruhm und Erfolg und der Druck, auf der Bühne zu stehen und Zuspruch und Anspruch an sich selbst und an andere, der ist teilweise so groß, dass es viele Menschen gibt, die darunter leiden oder ihre Struggles haben. Warum glaubst du, sprechen so wenig Menschen darüber? Also ich glaube, es gibt das vor allem im Rap, das Narrativ von du musst sehr männlich sein, du musst stark sein. Und da fallen solche Sachen wie Empfindungen und Ängste schneller mal runter, weil man dann schneller als schwach gilt. Also ich glaube, so eine toxische Männlichkeit spielt da auch rein. Aber natürlich betrifft das natürlich nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Aber dieses Bild, was man vermittelt bekommt vom Tellerwäscher zum Millionär, das setzt einen halt unter Druck. Und ich glaube, es gibt Leute, die können dem halt nicht gerecht werden und die möchten nicht als schwach gelten und deshalb spricht man da nicht drüber. Wie bist du in der konkreten Situation da rausgekommen? Eigentlich gar nicht. Also es hat irgendwann einfach aufgehört. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich zu dem Zeitpunkt auch einen Übergang verkackt habe. Aber ich kann ja nichts machen. Ich stehe halt da und funktioniere und dann in mir drin brodelt und es geht halt in diesen Teufelskreis. Und dann warte ich ab,
weiß nicht, zappel ein bisschen rum, versuche viel zu trinken, mir irgendwie einen Traubenzucker reinzuwerfen und mich selber zu beruhigen. Und das klappt dann eigentlich auch irgendwann wieder. Trittst du jetzt anders auf als früher dadurch? Ich glaube nicht. Ich bin ein Freund von Konfrontation und ich bin nicht bereit, mir von dieser Angst oder dieser Angststörung, die ich habe, so mein Leben versauen zu lassen. Und deshalb glaube ich, ich habe selten Gigs abgesagt. Ich habe das dann immer durchgezogen und ich weiß auch, dass es funktioniert. Ich kann das durchziehen. Ich kann das irgendwie leisten. Auch wenn es hart ist, aber ich bin nicht bereit, so viel aufzugeben. Ich bin nach der ersten Panikattacke, konnte ich kein Auto mehr fahren, keine U-Bahn fahren. Also ich habe nur drin gesessen, hatte nur noch Schiss. Und ich wusste, das kann es einfach nicht sein, weil ich früher ein unheimlich mutiger Mensch war. Und von sowas dachte immer, dass mir das nicht passieren kann, weil mir eigentlich nichts Angst gemacht hat. Und es macht mir auch nichts mehr Angst als diese Panikangst. So, ich habe keine Höhenangst, keine Angst vor Spinnen und so Sachen. Und genau, deshalb bin ich nicht bereit, mich von Angst, dieser dummen Sau, irgendwie unterkriegen zu lassen. Ja, aber es ist auch eine persönliche Meinung. So. Manche brauchen vielleicht Abstand von dem, was sie machen. Ich bin dazu noch nicht bereit. Aber ich glaube, irgendwann mit, man zieht mal raus und chillt mal ein bisschen mehr und keine Ahnung, diese Ruhe hier im Aquarium, die finde ich total erholsam gerade und wholesome. Das ist richtig, richtiger Balsam. Was würdest du an der Rap-Szene ändern wollen? Also, ich will die Rap-Szene gar nicht ändern. Rap hat sich ja auch entwickelt aus einer Protestbewegung heraus und es ist seinen Weg gegangen. So, ich bin überhaupt nicht in der Position, Rap zu verändern. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, dann, dass die großen Festivals ihr Line-Up diverser gestalten. Und das meine ich auch komplett so, dass auch dieses Jahr einfach viel zu wenig Female Acts gebucht werden. Ich glaube, die DJ-Szene ist da ein ganz guter Vorreiter, aber in anderen musikalischen Bereichen ist da noch extrem viel Aufholbedarf. Und das würde ich eben wegschnippen. Genauso wie, wenn ich noch einen zweiten Schnipp hätte, Massentierhaltung abschaffen und den Klimawandel stoppen. Das sind meine bescheidenen drei Wünsche. Ich wünsche mir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Danke, Yusi. Ich danke dir für die Einladung und das gute Gespräch. Wenn dir die Folge gefallen hat, check doch auch die anderen Folgen aus. Klicke dafür einfach auf dieses Video hier.